Guten Morgen. Okay, ich muss aufstehen. Es ist noch ganz früh, deswegen rede ich ein bisschen leiser. Aber hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich drehe heute einen Productive Day Vlog, weil das machen in letzter Zeit so viele und ich nehme mir das auch immer voll oft vor. Aber irgendwie, naja, dann verdammt ich wieder am Handy und das wird heute nicht so sein. Deswegen drehe ich heute mein Productive Day. Genau, und ich habe mir hier gerade schon Frühstück gemacht. Ein Milchschaum und eine Marillenmarmeladentoast. Der Milchschaum ist so lecker. Und Leute, guckt mal auf die Uhr. Es ist jetzt 6:30. Kann man es gut sehen? Schon. Und Mama ist auch schon fit. Die steht immer so früh auf und trägt den Rocky um. Okay. Okay, ich guck mal, was ich anziehe. Also ich bin am Überlegen zwischen dem T-Shirt. Das ist so mit einem großen Herz. Oder so einem weißen gerillten. Sieht man das? Nö. Also es ist so gerillt. Ne, ich nehme das. Ich nehme das Weiße. Und dazu die Jogginghose hier. Das ist doch chillig. Und ja, ich ziehe mich jetzt mal um. So, das ist jetzt das Outfit. Ein ganz normales weißes T-Shirt mit der Jogginghose hier. Ich mag die irgendwie voll gerne. Genau, die ist aus dem Kids Brand Store. Und das T-Shirt von Bershka. Genau. Es ist jetzt 6:42 Uhr. Okay, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Oh Gott, das blendet. So, ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Also ich habe halt Zähne geputzt und mich mit kaltem Wasser abgewaschen. Und jetzt mache ich mich noch so ein bisschen im Face fertig. Wir sehen uns gleich. So, ich bin jetzt im Gesicht fertig. Jetzt fehlen nur noch die Haare. Okay, ich bin jetzt fertig. Ich habe mir nur so ein Dutt gemacht. Und jetzt ist auch 6:50 Uhr. Oha, okay, aber ich kann nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergeht. Und so schaut man so aus, als ob ich keine Haare hätte. Aber okay, ich habe Haare, ich habe ein Dutt. Genau, und ich mache jetzt noch ein bisschen Yoga, weil das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und ja, deswegen suchen wir jetzt einfach mal was aus. Und dann schließ noch mal für einen Moment deine Augen. Und dann vertief deine Atem. Zieh die Atemzüge in die Luft. Okay, Leute, ich habe jetzt Yoga gemacht. War ganz schön anstrengend, hat aber auch Spaß gemacht. Und jetzt werde ich noch ein bisschen bis um 8 recherchieren. Denn es gibt vielleicht eine Überraschung bald. Also, ja. Die nächsten Videos, vielleicht auch schon nächsten Sonntag. Ich hoffe schon. Hi. So, hier bin ich. Genau, ich bereite jetzt schon mal alles so vor für Schule und so. Dann sehen wir uns gleich. Leute, ich habe jetzt in 8 Minuten Schule. Genau, und ich habe jetzt auch schon alles aufgeräumt. Ich habe hier auch meine Fidgets geholt. Also halt so mein Poppet. Ich liebe es. Und ja, jetzt warte ich einfach noch, bis es da ist. Und ja, dann sehen wir uns gleich nach der Besprechung wieder. Genau. Okay Leute, in 5 Minuten habe ich zur Schule, aber die Mama hat mir noch so ein paar Snacks bekommen. Das reicht für die ganze Stunde. Was habe ich? Babyhaare. Okay, so, jetzt. Die Mama hat mir noch Snacks mitgebracht. Halt für die ganzen 3 Stunden oben und einmal diese Käsesemmel. Die nehme ich nämlich dann immer, reiße sie auseinander und esse dann. Wisst ihr, was ich meine?
und noch Erdbeeren. Ja, okay, Leute, ich bin hier, also ich habe gerade Pause. Es ist jetzt 9.48 Uhr, kann man sehen. Ja. Und genau, ich habe hier auch mit meinem Poppet schon gespielt. Ich feiere das voll, wenn man das so macht. Wisst ihr, wie ich meine? Naja, auf jeden Fall, ja. Ich habe mir jetzt doch ein Eis geholt, aber ja, das sagen wir nicht, Mama, gell? Okay, Leute, wir gucken gerade in Help the Planet ein Film über, also ein Video über Igel an. Ja. Und die Schule geht halt so langsam vorbei. Aber, naja. Ich spiele hier mit meinen Puppets. So, Leute, ich bin auch mal fertig. Mein Dutter schaut nicht mal so schön aus. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich um 12:30 schon einen Kieferorthopäden-Termin. Beziehungsweise um 1 und wir fahren da noch hin. Deswegen habe ich noch eine halbe Stunde und deswegen mache ich mich jetzt noch ein bisschen fertig und putze Zähne. Guck mal. Ich bin voll lang geworden. Ui. Gott, jetzt habe ich so meine Haare sind ein bisschen fettig. Die muss ich heute auf jeden Fall noch waschen. Ja, ich benutze jetzt mal Trockenshampoo. Oh Gott, das wird schon schlimmer. Okay, ich habe mir jetzt nur so einen Pferdeschwanz gemacht, weil... Keine Ahnung. Und ja, mein Schreibtisch ist so unaufgeräumt. Den muss ich gleich auch nochmal, auf jeden Fall nochmal aufräumen. Und ja, aber ich gehe jetzt erstmal Zähne putzen, weil das ist das Wichtigste. Und dann nehme ich gleich noch einen Kaugummi. Also, die Mama ist jetzt da. Sag hallo. Ich kann noch nicht reden, ich war beim Zahnarzt. Die Mama war beim Zahnarzt. Und wir müssen jetzt dann auch zum Kieferorthopäden. Und ich habe mich fertig gemacht und dann noch mit dem Papa ein paar alte Bilder angeguckt. Okay, Leute, wir sind jetzt gerade im Auto. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich wieder farbige Gummis reinmache oder nicht. Und ich glaube, dass die Farbe jetzt sogar schon rausgegangen. Nee, die sind sogar geblieben. Genau, also ich bin am Überlegen, Mama. Soll ich schwarz nehmen? Oh nee, schwarz schaut aus wie Karies. Das will ich nicht machen. Okay, dann, also ich bin noch am Überlegen. Ihr seht es ja dann am Ende. So, ihr Lieben, mittlerweile ist Mutti auch hier hinter der Kamera und die Isabelle ist ein bisschen... Ja, traurig oder unzufrieden, weil, ach Quatsch, da wurde heute so ein Band eingesetzt, damit die Zähne, da wird halt immer was anderes gemacht und damit die am Schluss richtig schön sind und da wurde heute ein Band eingesetzt, die Isabel meinte, man sieht das, ich sehe es gar nicht. Ach Schatz, man sieht es gar nicht. Okay, dafür fahren wir jetzt zu Make-es. Genau. Wir müssen nur noch auf Tobias warten. Der hat irgendwas kaputt gemacht. Der Tobias hat irgendwie seine Brackets komplett zerlegt und ja, jetzt warten wir hier im Auto. Genau. Okay, Leute, wir sind jetzt gerade noch bei Maggis und dieser Burger schaut so lecker aus. Ich habe dann noch eine Cola und der Tobi, was hast du? Auch einen Burger. Genau, und die Mama hat auch einen Burger. Genau. Okay, Leute, ich war jetzt gerade noch ein bisschen am iPad, habe was geguckt. Ja, das war eine Überraschung, nachdem ich geguckt habe. Dazu kommt dann auch nochmal ein Video, aber das dauert noch ein bisschen. Genau, und warte, es blendet ein bisschen. Ah ja, so ist besser. Und jetzt werde ich noch Hula Huppen ein bisschen. Ich liebe es nämlich zu Hula Huppen. Hula Hupp. So. Hey Leute, schaut unbedingt mal in meinem Merch-Shop vorbei. Den verlinke ich euch unten in der Infobox. So, dann kann ich auch noch so springen. Das macht auch voll Spaß. Ist aber anstrengend. Genau,
Genau, und jetzt werde ich dem Rocky noch ein paar Tricks beibringen. Ich zeige euch mal, wie ich das mal mache. Ich habe jetzt mal hergeholt. Ich benutze die Leckerlis. Ich hatte mal Phoenix-Leckerlis, die sind aber letztens leer gegangen, deshalb ja. Ja, das magst du, gell? So, ich zeige euch jetzt mal, was ich schon alles kann. Okay, cool. Also das ist die Hauptübung, das kann ja jeder. Nein. Und dann zeigt er mir mal alles, was er kann. So. Also, Futter. Hallo. Genau. Schmeckt's? Ja. Da kann er. Hä? Nein. Also, ich habe die. Also, ich. Viele sagen Männchen. Aber ich habe sie ihm halt Hä beigebracht. Keine Ahnung. Okay. Sitz. Dann kann er. Also, guckt mal. Man nimmt eins in die Hand. Ich mache jetzt so. Und dann muss er es erst mit einer Hand so anstupsen. Guckt. Ja, so, dann kann er noch, also Platz war bei ihm immer schwierig, aber jetzt kann er es. Nein, Platz, Platz, nein. Ja, und das kann er auch super. Und jetzt hätte ich noch eins Besonderes. Rocky, sitz, nein, sitz, 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 genau, nein, nein, sitz, bleib da sitzen. Also guck, ich nehme es jetzt mal, er darf jetzt nicht gucken, ich nehme es jetzt nicht rein. So. Und er weiß gleich, in welcher das ist. Ich zeig's euch, warte. Ich muss mal nicht mitnehmen. Welche Hand? Okay, gerade funktioniert es nicht. Welche Hand? Ja! Also manchmal weiß man dann wirklich, in welcher Hand es ist. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber naja. Da er ja jetzt schon Platz nicht Platz kann. Ja, doch, weil er jetzt Platz kann, versuche ich ihm Peng beizubringen. Genau. So, Rocky, du hungrig. Yes. Hier. Platz. Platz. Fein. Und das mache ich so. Nein, nein, bleib doch mal. Okay, wartet kurz. Sitz. Platz. Fein. Und hey. Genau. Was soll ich jetzt machen? Ich guck mal, weil ich. Ich weiß es nicht. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas machen wollt, aber nicht wisst was? Ich glaube. Oh nein, das hat. Es hat geregnet. Gar nicht tolles Wetter. Ich hasse es, wenn es regnet. Ja. Deshalb würde ich jetzt sagen, ich zeichne jetzt was. Ich hole mir jetzt meine Sachen und zeichne was. Und ja, ich gebe zu, ich bin dabei meistens am iPad. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Genau. Also ich meine jetzt doch nicht, weil der Papa ist jetzt gekommen. Hi. Und wir spielen jetzt Mario Kart 8. Ich werde eh gewinnen. Haha, das ist überhaupt keine Chance. Okay, Leute. Papa hat natürlich gewonnen. Er hat einfach 8 Runden hintereinander gewonnen und ich habe einfach die ganze Zeit verloren. Auf jeden Fall ist die Mama jetzt da. Die war einkaufen. Und ja, ich mache dann. Kennt ihr diesen Tee von TikTok? Den mache ich danach. Diesen Trend-Tee mit Hibiskus-Tee, aber den haben wir leider nicht gefunden. Der war überall bei uns ausverkauft. Deshalb machen wir es einfach mit anderem. Ich hoffe, das schmeckt. Ja, und ich würde sagen, wir machen den jetzt. Okay, Leute. So, ich mache jetzt den Pink Drink, den ich überall auf TikTok gesehen habe. Nur bei uns war der Hibiskus-Tee überall ausverkauft. Deswegen probieren wir es mit Bio-Früchte-Tee. Genau, ich bin am Überlegen, aber ich glaube, ich nehme wirklich den. Oder soll ich den Arizona nehmen, Mama? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich nehme den, weil der Arizona ist sehr süß. Wir haben alle möglichen, habe ich jetzt mitgebracht. Ja, also wir haben den da. Schwarzer Tee, Pfirsich, Hibiskus. Ja, dann nehme ich den. Wenn da Hibiskus-Tee steht, ich nehme den. Also ich nehme jetzt den von Fuzeti. Wie heißt das? Wie nennt man den Fuzeti-Pass? Also ich nehme den da. Ihr kennt das bestimmt alle, diese Marke. So, als erstes kommen Eiswürfel rein. Und ich habe gehört, dass da viele rein müssen. Also so viele mache ich jetzt einfach mal rein. Genau. Als nächstes die Himbeeren. So, die schüttel ich immer einmal durch, dass die sich lösen. Hier macht man es auf. Okay. So, jetzt kommen da ein paar Himbeeren rein.
jetzt. Oh Gott, der Tee. Genau so. Oh, der riecht voll gut. Okay, der riecht echt gut. Das ist schwarzer Tee, Pfirsich-Hibiskus. Genau, und das füllt ihr dann so bis ein bisschen über die Himbeeren. So, dann rührt ihr es einmal um schon mal. Und dann, also so, dass es sich ein bisschen pink färbt. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich halt so gesehen. Genau. So, und dann müsst ihr eine Kokosmilch rein. Ihr müsst aber die Kokosmilch ganz gut durchmischen, ne? Denn die ist jetzt noch so cremig. Genau. So, ein bisschen durchmischen. Oha, das schmeckt voll nach Bounty. Wenn ihr das dann so habt, dann tut ihr es rein ins Glas ein bisschen. Und weil es ja schwerer ist, bleibt es stehen. Nee, leichter. Genau. Und dann. Vielleicht ein bisschen. Wir probieren es. Okay. Jetzt schön oben verteilen. Da komme ich jetzt mal. Ich kann gleich mit anschauen. Das schaut gar nicht schön aus. Das ist echt wieder so ein typisch easy Drink. Okay, jetzt geht's. So schaut er jetzt aus. Aber man muss sagen, er schaut übelst schön aus. Ja, jetzt. Geh mal hoch, lass mal die Sauerei wegkippen. Echt. Wer weiß, ob das überhaupt schmeckt. Du musst hier am Rand. Nee, das kann ich mit dem Lappen nicht. Mach mal okay. Mit dem Finger weg. Okay, eins, zwei, drei. Boah. Ich probier mal. Probieren. Das Licht ist schon so schlecht, Isi. Das ist so gut. Probieren. Das ist richtig gut, gell? Ja, ist lecker. Also, wir empfehlen euch weiter, aber ich empfehle euch, kauft lieber die in der Flasche, die wirklich eine Milch ist. Weil sonst ist es so ein bisschen hässlich. Aber ist da eine andere gemeint? Hab ich jetzt auch gesagt. Das wusste ich nicht, aber ist auch lecker. Mhm. Genau, also ich sage euch jetzt einen Tipp zum schönen Aussehen. Macht oben noch ein bisschen Kokosmilch drauf und dann noch Himbeeren. Das schaut viel schöner aus und ich bringe den jetzt Papa. So Leute, oh die Kamera ist ganz lieb. Jetzt. So Leute, es fängt gleich an. Wir haben Pause gedrückt, eigentlich fängt es schon an. Und ich muss einfach noch aufräumen. Sonst kriege ich ein bisschen Ärger, glaube ich, weil eigentlich geht es ja ganz schnell. Ich gebe euch einen Tipp, den Teppich ordentlich hinlegen. Wartet, meine Spardose mit nicht so viel Geld. Naja, egal. Hier so. Die Erdbeerreste von heute Mittag bringe ich runter dann. Hier jetzt noch mein Geldbeutel. Noch hier. So. Wegräumen. Weg. 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 Sitzt den Stifte noch. Aua. Weg. 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 Und den One sieht sich an. Oha, ich habe jetzt voll schnell aufgeräumt. Ja, jetzt ziehe ich jetzt schnell den One an. So, jetzt hast du fokussiert. Ich habe jetzt den One an. Ich feiere den voll. Ja.